Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Diese Veranstaltung ist sehr kurzfristig und sehr spontan entstanden. Umso mehr freue ich mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist Therese Wenzel. Ich arbeite seit September hier in der Stiftung im Zentrum für internationalen Dialog und ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich nun unseren Gast Jan van Aken begrüßen. Für diejenigen von Ihnen, die Jan noch nicht kennen, vielleicht ein paar Sätze. Jan sitzt seit 2009 im Deutschen Bundestag für die Partei Die Linke und engagiert sich da besonders für ein Verbot von Rüstungsexporten. Vorher hat Jan zum einen zum Thema Gentechnik gearbeitet und zwar bei Greenpeace Deutschland und zum anderen sich mit Biowaffen beschäftigt und auch in diesem Zusammenhang von 2004 bis 2006 für die UN als Biowaffeninspekteur gearbeitet. Mit dem syrischen Konflikt, um was es ja heute gehen soll, beschäftigt sich Jan, seitdem die Aufstände vor 3 Jahren begonnen haben. Und gerade ist er von einer einwöchigen Reise zurück, die ihn in den Norden von Syrien geführt hat. In diesem Sinne, Jan, herzlich willkommen. Ich bin neugierig auf deine Eindrücke und auf deine Schilderungen und freue mich ganz besonders, dass du die uns so unmittelbar jetzt heute hier mitteilst. Ja, vielen Dank. Und ich muss gleich sagen, wir sind Montag zurückgekommen und ich bin noch etwas übernächtigt, aber ich hoffe, ich kriege das einigermaßen koordiniert hin heute. Wir waren zu 8 unterwegs. Ich glaube, im Laufe der Dias kann ich die einzelnen Mitglieder der Delegation dann vorstellen. 3 Journalistinnen und Journalisten waren mit dabei und außerdem eine Ärztin von IPPNW. So. Jetzt zeige ich doch gleich mal, wo wir längs gefahren sind. Das ist eine Karte der Region. Wir sind erstmal in den Irak geflogen, nach Süleymaniyah, also das heißt in den autonomen kurdischen Teil des Irak, sind dann über Erbil, Mosul rübergefahren in den syrischen Teil, und zwar hier oben in den Norden. Da, wo dieses Zeichen ist, ist das die Stadt Al-Kamishli, wo wir uns dann aufgehalten haben im Nordsyrien. Ich muss sagen, bevor wir den Weg dahin gemacht haben, habe ich mir einen Tag gegönnt, noch in der Nähe von Süleymaniyah, und zwar in Halabscha. Halabscha berühmt, weil vor 26 Jahren dort Saddam Hussein Chemiewaffen eingesetzt hat. Über 5000 Menschen sind an Giftgas gestorben. Wir haben da diese Einrichtung, die auch aus Deutschland gefördert wird, zur Behandlung von Halabscha-Opfern kurz besucht. Und da sind wir gleich schon mit Syrien konfrontiert worden. Das heißt, auch die Menschen in Halabscha haben wahrgenommen, was in Syrien mit dem Sarin-Angriff passiert ist, haben sich dazu geäußert. Und ich persönlich konnte es mir dann auch nicht verkneifen, nochmal ein bisschen Blech in die Hand zu nehmen, mir nochmal diese Chemiebomben anzugucken, die vor 26 Jahren auf Halabscha gefallen sind, und so ein bisschen nach Experte auszusehen. Das war vorweg, dann haben wir uns auf den Weg nach Nordsyrien gemacht oder Westkurdistan, Rojava. Wie gesagt, das ist nochmal die Strecke. Wir hatten das am Anfang gedacht, das müsste eigentlich relativ einfach gehen, weil Anfang des Jahres hat sich die autonome Region Kurdistan im Irak verständigt mit den Kurden in Syrien und hat einen Vertrag abgeschlossen, dass die Grenze hier ganz oben in der Ecke, hier führt sie durch, da grenzen die beiden kurdischen Gebiete aneinander, dass die geöffnet wird. Dieser Vertrag ist am 6. Dezember abgeschlossen worden. Wir dachten, wir kommen da durch. Ich zeige das hier nochmal auf der Karte, damit man das genau sieht. Das ist der Teil von Irak, hier gelb und grün, der unter kurdischer Kontrolle ist. Alles andere hier, das Graue, ist Irak-Irak, sozusagen nicht unter kurdischer Kontrolle. Das ist ein Staat, die Kurden haben hier eine Autonomie. Man muss aber sagen, wenn man da durchfährt, wir sind dann über die Grenze gefahren am Ende, das ist wie nicht ganz die innerdeutsche Grenze, aber fast. Da gibt es Checkpoints auf der Checkpoint, schwer bewaffnet auf beiden Seiten. Das ist schon ein anderer Stil. Wie gesagt, wir wollten das Ganze vermeiden. Wir wollten hier oben durch, oben da, wo die beiden kurdischen Gebiete bei Syrien aneinander grenzen, mussten dafür von Süleymaniyah erstmal nach Erbil fahren, um uns dort die Genehmigung zu holen. Und dann hat uns die kurdisch-irakische Realität eingeholt. Der Herr dort, das ist der Pofalla oder jetzt der Altmaier dieser autonomen Region. Das ist der Chief of Staff von Barzani. Barzani ist der Präsident dieser autonomen Region. Er gehört der KDP-Partei an. Und er hat uns dann in dem Gespräch eröffnet, dass wir nicht über die Grenze kommen.
ganz spannend war, dass wir erst fragten, wie sieht es denn aus an der Grenze? Ja, die Grenze ist offen, Handelswege sind offen, Menschen können darüber. Dann haben wir gesagt, okay, wir denn auch. Und im Laufe des Gesprächs kam dann raus, da geht gar nichts rüber über die Grenze. Sie ist komplett dicht. Fadenscheinige Begründung gab es dafür. Zum Beispiel wurde uns gesagt, naja, die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Dazu muss ich tatsächlich sagen, weil er uns diesen Weg verweigert hat, konnten wir eben nicht durch das relativ sichere Gebiet Kurdistan fahren, sondern mussten dann am Ende hier über Mosul einen anderen Weg durch das irakische Gebiet fahren. Und das werde ich nachher nochmal zeigen. Das war dann wirklich unsicher. Das heißt, dieses Argument der Sicherheit war komplett vorgeschoben. Das andere Argument war dann ganz einfach, naja, Sie wären der erste Diplomat, der über diese Grenze geht. Das geht doch gar nicht. Und ich habe gesagt, wer spricht dagegen? Einer ist immer mal der Erste. Aber er hat tatsächlich dann am Ende gesagt, diese Grenze ist dicht und diese Grenze bleibt dicht und wir kommen da nicht durch. Wir haben dann noch mit anderen Parteienvertretern gesprochen, weil die KDP von Barzani ist nicht die einzige Partei, die autonome Region Irak, Kurdistan regiert, sondern die PUK, die PUK ist die andere Partei. Das ist ein sehr hoher Vertreter dieser Partei gewesen, der PUK, das ist Bakhtiari. Möglicherweise wird er sogar als Nachfolger von Talabani gehandelt. Mit ihm haben wir geredet, er, seine Partei und auch eine andere Partei, Goran, die heute hier auch vertreten ist, hier, diesen Sender hatten wir da auch häufiger dabei, die waren eindeutig dafür, die Kurden in Westkurdistan zu unterstützen. Waren eindeutig dafür, dass die Grenze aufgemacht wird. Und das ist eine Absurdität dieser gemeinsamen Regierung. Die PUK und die KDP regieren gemeinsam, aber die PUK hat überhaupt keine Kontrolle über diesen Grenzübergang, weil gemeinsames Regieren in der autonomen Region Kurdistan, Irak, heißt nur, sie haben das Land in zwei Hälften aufgeteilt. Die PUK hat die eine Hälfte mit Süleymaniye, die KDP hat die andere Hälfte und dieser Grenzübergang liegt im KDP-Gebiet und deswegen sagte auch der Bakhtiari von der PUK, keine Chance, wir wollen euch gerne durchlassen, wir haben aber keinen Einfluss, keine Chance. Dann führte das eben dazu, dass wir untenrum durchfahren mussten über irakisches Gebiet. Das war dann echt ein bisschen heikel, sind eine halbe Stunde rausgefahren aus Erbil, dann wurden wir hier an diesen Reifenhaufen übergeben an zwei Kurden aus Mosul, die uns dann durch Mosul gefahren haben, durch das irakische Gebiet bis zum Grenzübergang. Mosul, das war für mich wirklich eine Erfahrung. Wir sind dann nur durchgefahren, aber das sah wirklich aus wie Kriegsgebiet. Alle paar hundert Meter befestigte Unterstände mit montierten Maschinengewehren drauf. In Mosul selbst viele Häuser noch mit Kriegsschäden, also eingestürzte Häuser. 10 Jahre nach Ende des Krieges, da ist nichts aufgebaut worden. Das war wirklich für uns alle, die wir da waren, der Eindruck der totalen Hoffnungslosigkeit. Da ist kein Aufbau, da ist keine Aufbruchsstimmung, sondern jede Seitenstraße immer noch zugemauert, abgesperrt. Das ist wirklich Kriegsgebiet dort. Und dann ging es weiter. Wir fuhren dann weiter, kamen durch verschiedene Dörfer. Eins war ein reines Christendorf, eins war ein reines Kurdendorf. Dann kamen wir durch ein arabisches Dorf und da sagte dann der Fahrer, jetzt guckt mal nicht aus dem Fenster, macht euch klein, weil in diesem Dorf hat sich Al-Nusra festgesetzt und dann standen wir da in diesem Dorf im Stau und das war der Moment, wo wir wirklich dachten, wenn wir das vorher gewusst hätten, wären wir nicht gefahren. Uns ist nichts passiert. Wir sind bis zu dem Grenzübergang gekommen, an wirklich Dutzenden von Checkpoints vorbei. Das ist natürlich Fotografieren absolut verboten, deswegen kann ich diese ganze, ich sag mal, Kriegssituation jetzt hier gar nicht dokumentieren. Einmal habe ich heimlich vom Handy am Ohr so ein Foto gemacht. Einer der Checkpoints, hier mussten wir auch wieder raus, rein zum Kommandanten, halbe Stunde warten, konnten wir wieder weiterfahren, bis wir endlich an der Grenze waren. Auch da hat es nochmal 4 Stunden gedauert, bis ein Anruf aus Bagdad kam, ihr dürft da rüber. Auch diese Grenze ist eigentlich zu. Es gibt ein Embargo rund um den Norden Syriens, rund um die kurdischen Gebiete Syriens, von der Türkei, von den Kurden im Irak und vom Irak-Irak. Da geht nichts durch. Das ist von allen Seiten komplett dicht. Und das haben wir eben hier auch am eigenen Leibe erfahren. Ich werde hinterher noch mal ein bisschen genauer auf dieses Embargo eingehen. Gut, dann waren wir endlich am Abend über diese Grenze gekommen. Das Tor da hinten ist die Grenze. Man guckt jetzt von hier, von Syrien, drüber in den Irak. Das Tor wurde extra für uns aufgeschlossen und als wir diese Grenze überschritten haben, haben wir uns endlich wieder sicher gefühlt, was eigentlich auch ein Treppenwitz ist. Wir fahren nach Syrien rein und in dem Moment fühlen wir uns sicher, weil da haben uns eben die kurdischen Milizen empfangen und haben uns dann weiter bis nach Al-Kamishli gefahren und da weiter betreut. Jetzt kurz zur Situation, muss ich mal gucken, wo bin ich hier, genau. Das ist jetzt Syrien. Das, was hier lila ist, das sind die drei überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete in Syrien. Insgesamt wohnen in diesen drei Gebieten 4 Millionen Menschen. Diese drei Gebiete sind voneinander getrennt. Ich habe hier noch eine zweite Karte. Das heißt, ich bin aktuell aus dem Dezember
welche Orte, welche Regionen in der Hand welcher Milizen sind. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Alle Punkte, die blau sind, sind unter Kontrolle kurdischer Milizen. Alle Punkte, die rot sind, sind unter Kontrolle der Dschihadisten. Und da sieht man, dass es hier wieder diese drei Enklaven gibt, die jeweils unter kurdischer Kontrolle sind. Dazwischen gibt es sozusagen Kanäle von Dschihadisten, die das kontrollieren. Es gibt momentan keine Verbindung, weil oben die Grenze in die Türkei dicht ist, gibt es zwischen den drei Regionen keine Verbindung. Wir waren nur in dieser Region Kamischli, sind also hier über Yarabia diesen Grenzübergang gegangen, sind dann bis Kamischli gefahren. Yarabia, muss man sagen, war bis vor 3 Monaten noch unter Kontrolle der Islamisten. Die kurdischen Milizen haben das freigekämpft, sodass da ein Grenzübergang entstanden ist, der aber leider von irakischer Seite immer noch zu ist. Jetzt kurz zur Geschichte dieser, ich sag mal jetzt, drei Gebiete, die jetzt in der Selbstverwaltung sind. Vor 1,5 Jahren fing es an, im Sommer 2012, dass die kurdischen Milizen angefangen haben, die Assad-Leute aus allen Orten zu vertreiben. Das lief fast überall friedlich ab. Das heißt, den Assad-Leuten wurde gesagt, legt eure Waffen nieder, geht zurück zu euren Familien, dann tun wir euch nichts und ihr könnt da bleiben. Das haben fast alle gemacht und durch diese friedliche Übergabe ist auch die Situation innerhalb dieser drei Gebiete, dieser drei Kantone, wie sie sie nennen, bis heute relativ friedlich innerhalb der Gebiete. Sie werden von draußen bedrängt, von beiden Seiten. Assad-Truppen greifen immer wieder an und die Dschihadisten greifen an, aber innerhalb der Gebiete, zeige ich gleich nochmal, relativ ruhig, muss man sagen. Gut, was heißt Selbstverwaltung? Es gibt dort eigentlich zwei Modelle. Das eine ist, dass in jedem Dorf Komitees gebildet werden. Komitees, die die Versorgung sicherstellen, Komitees, die zum Beispiel die Richter wählen, Komitees, die die Bildungseinrichtung weiter am Laufen halten. Das heißt, auf Dorfebene kommen die Menschen zusammen und wählen eine Art Selbstverwaltung. Und ganz oben drüber ist ein hoher kurdischer Rat, der hat 10 Mitglieder. Und diese 10 Mitglieder enthalten wirklich oder repräsentieren wirklich alle kurdischen Parteien, die es dort in der Region gibt. Es gibt immer den Vorwurf der Einparteienherrschaft, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Der hohe kurdische Rat besteht zur Hälfte, das heißt 5 Mitglieder aus der Partei PID. Das ist, ich sage das jetzt mal salopp, ist nicht ganz korrekt, aber salopp, die PKK-Schwesterpartei. Und die anderen 5 Mitglieder des hohen kurdischen Rates bestehen aus den eher konservativen kurdischen Parteien, die auch dem Basani, der KDP, nahestehen. Das heißt, über allem drüber ist ein Rat, der wirklich alle verschiedenen Parteien mit einschließt. Hier nochmal ein Bild, was auch zeigt, das ist direkt am Grenzübergang am Abend, als wir rübergegangen sind. Da waren wir denn im Gebäude an der Grenze und da sah man überall, dass hier so arabische Parolen standen, die jetzt übermalt waren mit YPG. Man sah also richtig noch, dass 3 Monate vorher überall die Al-Nusra-Brigaden, die ISIS war, die halt alles mit ihren Parolen vollgeschrieben hatte. Jetzt hatte die YPG, das ist die Miliz, die kurdische Miliz, nenne ich sie jetzt mal, ist auch nicht ganz gerecht, die halt sozusagen sie weggekämpft hat, hat das überall überschrieben. Gut, jetzt zu den politischen Entscheidungsträgern. Hier sind wir im Hauptquartier der PID. PID ist die Partei, die vor 1,5 Jahren maßgeblich dafür gesorgt hat, die Assad-Leute zu vertreiben und auch die Selbstverwaltungsstrukturen mit aufgebaut haben. Das hier ist Asi Abdullah. Das ist die Vorsitzende oder Co-Vorsitzende der Partei. Das ist quasi die Katja Kipping der PID. Und man sieht hier schon in dem Bild da oben Öcalan, Apo, der hängt dort auch in jedem Büro. Sie beziehen sich auf Öcalan. Sie sind, also ich sag mal, ideologisch eng verbunden mit der PKK. Genau daher kommt der Vorwurf der Einparteienherrschaft, haben wir in vielen Gesprächen im irakischen Teil gehört. Also die Menschen von Barzani sagten immer, Einparteienherrschaft geht gar nicht, weil die PIT hat alles unter Kontrolle, Diktatur und so weiter. Es ist komplett albern. Natürlich hatte die PIT die Organisation und die Kraft, diese Entwaffnung und Entmachtung des Assad-Regimes in der Region durchzusetzen. Aber seitdem setzen die auf Einbeziehung aller Kräfte. Aller Kräfte heißt einerseits eben auch die anderen, die konservativen kurdischen Parteien. Sie teilen sich die Macht mit dem im Hohen Kurdischen Rat, aber auch multiethnisch und multireligiös. Wir haben uns hier getroffen zum Beispiel mit dem Vorsitzenden der Assyrer-Partei, das sind Christen, sind in dieser Region Kamischli, wo wir waren, ungefähr 200.000 Christen, die dort leben. Die machen mit.
in diesem Selbstverwaltungssystem. Wir haben sie auch gefragt, wie denn ihr Verhältnis dazu ist, auch jetzt zur PYD und zu den Kurden. Und er sagte relativ lapidar, die Kurden sind säkular. Das ist unsere Sicherheit. Denn ihnen ist völlig klar. Und er sagte auch, als sie ihre Dörfer, das sind relativ strikt getrennte Dörfer, als ihre christlichen Dörfer verteidigt haben gegen die Dschihadisten, da sind die kurdischen Milizen zu Hilfe gekommen. Und jetzt haben mittlerweile, soweit wir das verstanden haben, die Christmilizen und die kurdischen Milizen sind ineinander integriert und bilden gemeinsam jetzt diese YPG. Das heißt, muss man auch mal ganz objektiv sagen, die ist für sie natürlich auch eine Überlebensfrage. Das ist eine kleine Minderheit, das sind 200.000 Leute, insgesamt wohnen 1,8 Millionen in dieser Region Kamischli, in dem einen dieser Kantone. Und sie wissen genau, wenn dieses Gebiet von Al-Nusra oder Al-Qaida überrannt wird, sind sie alle tot. Ganz einfach. Und da kooperieren sie und machen aktiv mit in dem Selbstverwaltungssystem, in dem sie sich selbst auch dort organisieren und auch bei der Selbstverteidigung. Und wir haben dann zum Beispiel auch gefragt, naja, was ist mit der Frauenquote, die in den Wahlen, die jetzt geplant sind, da sind 40% Mindestquote für Frauen vorgesehen. Da merkte man an der Antwort, da kann er nicht so richtig viel mit anfangen, aber ich denke mal, da unterscheidet sich diese christliche Partei nicht so sehr von den christlichen Parteien hier in Deutschland. Aber trotzdem, das System tragen sie mit und auch sie sind beteiligt an der Vorbereitung der Wahlen. Und das ist für mich wirklich die größte Neuigkeit gewesen. In dieser Kriegssituation bereiten sie für Mai, Juni diesen Jahres Wahlen vor. Sie haben jetzt schon eine Wahlordnung verabschiedet, wo es Mindestquoren oder Mindestquoten gibt für ethnische Gruppen. 10% Kurden, 10% Araber, 10% Christen und dann noch 5% für verschiedene andere ethnische Gruppen, Turkmenen. Das heißt, die 5 oder 10% sind gesichert und alles darüber wird frei vergeben durch die Wahlen. Wir haben uns dann auch mit kurdischen konservativen Parteien getroffen. Das ist jemand, der, also das bin ich, das ist unser Dolmetscher Yilmaz und er ist jemand, der gehört zu einer Basani-nahen Partei. Auch seine Partei beteiligt sich an der Vorbereitung der Wahlen. Auch seine Partei sagt, dieses Selbstverwaltungssystem, was dort etabliert worden ist, ist basisdemokratisch, ist im Moment die Möglichkeit, das Überleben zu sichern, die Versorgung zu sichern und auch die Verteidigung zu sichern. Also trotz seiner Oppositionsrolle das unterstützt hat. Mal gucken, wo ich hier bin. Nochmal ganz kurz zurück. Man merkt aber auch Differenzen zwischen den Christen und den Kurden, dass zum Beispiel die Christen uns jetzt nachträglich auch nochmal geschrieben haben, dass sie für die Genf II-Verhandlung eine eigene Christendelegation haben wollen. Im Moment ist es die große Forderung der Kurden, dass sie sagen, die Kurden sind ein Teil Syriens, die Kurden machen 10-15% der kurdischen, syrischen Bevölkerung aus, die Kurden müssen in Genf II am Tisch sitzen. Ich finde das eine völlig richtige Forderung, wird eigentlich von fast allen westlichen Politikern abgelehnt. Und die Christen sagen jetzt genau das Gleiche, aber sie wollen eben nicht Teil dieser, ich sag mal, nordsyrischen Delegation, sondern der kurdischen Delegation, sondern eine eigene haben. Also da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, was, ich sag mal, die politischen Forderungen angeht. Aber die Zusammenarbeit vor Ort, die klappt natürlich doch relativ gut, ganz praktisch. Gut, jetzt komme ich mal zum Leben und zur Versorgungslage. Das ist Straßenbild Kamischli. Es wirkte wirklich entspannt. Das hört sich absurd an. Viele Läden haben auf, aber auch viele haben zu. Also es ist jetzt nicht irgendwie völlig normal. Es ist natürlich längst nicht so reich wie jetzt der irakische Norden. Aber es war ein relativ normales, lebendiges Straßenbild. Und es gab diverse Sachen zu kaufen, sage ich mal. Nicht alles und nicht vieles. Hier kommen wir gleich mal zu zwei ganz entscheidenden Punkten. Das eine ist, diese Region hat zwei Riesenvorteile. Sie hat Öl und sie hat Landwirtschaft. Sie war ein Teil der Kornkammer Syriens. Das heißt, sie konnten im letzten Jahr, nachdem sie die Außengrenzen gesichert hatten, konnten sie Landwirtschaft betreiben, konnten sie große Ernten einfahren. Im Moment hungert dort niemand, weil sie die Landwirtschaft haben. Hier zum Beispiel ein paar Reisfelder. Auf der anderen Seite, auch das sieht man auf diesem Bild, ist eine Mauer um dieses Land gezogen. Das ist eine Mauer. Das ist Türkei und das ist Syrien. Und die Türkei hat alle Grenzen, die in diese kurdischen Gebiete führen, komplett abgeriegelt. Die Türkei hat nicht alle Grenzübergänge nach Syrien abgeriegelt. Alle Grenzübergänge, die in die Al-Nusra-Gebiete führen, sind auf oder Teile davon. Aber all die Grenzübergänge, die in kurdisches Gebiet führen, sind zu. Ich habe es vorhin schon geschildert, vom irakisch-kurdischen Teil die Grenze ist zu. Und auch
die Grenze, die wir überschritten haben, unten, ein bisschen weiter unten, Al-Yarubiya, die von Irak, Arabisch-Irak, Bagdad, wie auch immer, rüberführt, ist auch zu. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit. Zum Beispiel haben wir gefragt, wie ist denn das mit der Landwirtschaft? Ihr habt zwar die Felder, ihr habt die Maschinen, ihr habt alle Fähigkeiten, aber so wie die Landwirtschaft da aussah, also riesige Felder teilweise von Getreide, da braucht ihr wahrscheinlich Dünger. Dann haben sie gesagt, ja, den haben wir schon gekauft für diese Saison. Er kommt nur nicht über die Grenze. Und da kann denn die gute Versorgung der Region im nächsten Sommer ganz schnell vorbei sein. Wenn sie nichts mehr anbauen können, dann haben sie natürlich auch ein echtes Ernährungsproblem. Momentan sieht es noch gut aus, aber das ist eine ganz entscheidende Forderung, dass diese Grenze geöffnet wird. Dazu muss man sagen, es gab dieses Abkommen mit den Barzanis am 6. Januar. Da stand drin, die Grenze wird geöffnet. Barzani erzählt überall, die Grenze ist offen. Auch uns hat er das zuerst erzählt. In der Praxis ist sie aber zu, weil irgendeine Kommission noch nicht gebildet worden ist. Es gibt immer Gründe. Türkei genauso. Türkei sagt dann auch immer, die Grenze ist doch offen hier, von Nusaybin nach Kamischli. Die ist doch offen. Weil einmal oder zweimal da eine Lieferung rübergegangen ist. Aber dann wird sie gleich wieder zugemacht und es ist kaum eine Chance, da irgendwas rüberzubekommen. Das heißt, was wir, glaube ich, oder was ist hauptsächlich meine Aufgabe jetzt auch hier in Deutschland deutlich zu machen, egal was Barzani, egal was die türkische Regierung erzählt, diese Grenzen sind in 99% der Fälle dicht. Und das entscheidende Ziel, damit dieses demokratische Experiment im Norden gelingen kann, ist, dass diese Grenzen aufgemacht werden. Für Hilfslieferungen, aber auch für freien Handel. Nicht nur Hilfslieferungen, auch freien Handel. Die haben dort Ressourcen, sie haben auch Geld, sie könnten Handel betreiben und sich damit noch besser versorgen, wenn die Grenzen auf sind. Das ist eine ganz entscheidende Forderung an die türkische Regierung und an die Barzani-Regierung. Das ist in Derik, am Ort in der Nähe von Kamischli, der Ort, wo wir übernachtet haben. Ganz reiche Bauern, sieht man hier auch. Wahrscheinlich welche der reichsten im Ort. Dreigeschossiges Haus, eines der besten Häuser da im ganzen Ort. Die haben uns das Wohnzimmer leergeräumt, da konnten wir übernachten. Und dann haben wir natürlich mit den Bauern auch geredet. Wie ist jetzt eigentlich die Situation? Erste Frage, wo kriegt ihr den Sprit eigentlich her? Ne? Also war klar, so reich wie sie sind, haben sie sehr viel Grundbesitz. Sie haben uns gesagt, sie haben 10 Landarbeiter, die für sie arbeiten. Und dann haben wir gesagt, Sprit kriegen sie zugeteilt von den Selbstverwaltungskomitees. Die Selbstverwaltungskomitees stellen sicher, dass die Landwirtschaft funktioniert und sie entsprechend sozusagen die Ressourcen haben. Ersatzteile für die Maschinen gibt es noch, ist noch kein Engpass. Der Sprit, den sie brauchen, der wird dort quasi selbst gebrannt. Also es gibt Erdöl in der Region, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und wird dann entsprechend von den Komitees verteilt zum Preis, der unter dem von Assad liegt. Und dann haben wir natürlich nach den landwirtschaftlichen Preisen gefragt. Wie ist denn das jetzt, Sie als Bauern? Sie haben sozusagen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, das ist Mangelwirtschaft. Müsste Ihnen doch eigentlich besser gehen? Die Antwort, ja. Stimmt, uns geht es besser als unter Assad. Also ein Beispiel hat er gebracht, irgendwie Nüsse, die eine hat, glaube ich, ein Kilo. Unter Assad haben sie 50 Cent dafür gekriegt, jetzt kriegen sie 70 Cent dafür. Man muss es in Dollar-Cent ausdrücken, weil die Inflation da so hoch ist, dass die Zahlen nicht aussagekräftig sind. Aber sie kriegen im Moment tatsächlich mehr und sie sagen, ja, unter diesen Bedingungen haben sie als Bauern im Moment mehr in der Tasche als vorher. Haben wir gefragt, wie ist denn das, mussten sie abgeben? Zwangsabgeben, gesagt, nee. Es kam direkt nach der Entwaffnung und Vertreibung der Assad-Leute der Aufruf, dass die Selbstverteidigungskräfte, diese Milizen gegründet werden. Da haben sie alle ihre Waffen abgegeben, die sie im Haus hatten. Und sie spenden jetzt regelmäßig ein paar Dollar die Woche. So. Und ansonsten, jeder, der ins Haus kommt, wird versorgt. Niemand verlässt hungrig das Haus. Aber das ist sozusagen ihr Beitrag dafür. Und man merkt auch in dem Haus, da hängen eben nicht, wie in vielen anderen Häusern, Öcalan an der Wand, sondern eine Banane. Also insofern, das waren jetzt auch keine Pit-Kader, die da waren. Aber sie haben sozusagen diese Selbstverwaltungsstruktur unterstützt, weil sie genau wissen, diese Selbstverwaltungsstruktur ist auch eine Selbstverteidigungsstruktur. Und sie sind damit auch sicher vor den Al-Nusra-Brigaden. Dann waren wir in Kamischli, auch in diesem Wohnviertel unterwegs und hatten dann auch die Gelegenheit, mal Leute zu fragen. Dadurch, dass wir 2 Dolmetscher dabei hatten, ging das relativ gut. Und war immer die Frage, wie ist ihr subjektives Sicherheitsgefühl und wie ist die Versorgungslage? Sicherheitsgefühl war wirklich unisono. Hier ist sicher, weil die YPG verteidigt unsere Grenzen. Also es war wirklich ja, normales Treiben sozusagen und das strahlten die Leute aus. Sie fühlten sich da in dem Moment da vor Ort nicht bedroht. Die Front ist 8 Kilometer von da. Und das zweite ist Versorgungslage, haben sie gesagt, ja, natürlich ist Mangel. Die Tomaten kosten im Laden jetzt 10-mal wie vorher. Das heißt, sie müssen sich, wenn ich gesagt, das ist alles okay, das kriegen wir hin. Also insofern Mangelwirtschaft ja, aber noch ist die Versorgung gewährleistet.
Ganz problematisch, und da wird es anders, ist die Situation im Gesundheitswesen. Wir hatten, wie gesagt, hier Frau Dr. Pentiker von der IPPNW mit dabei. Hier sind wir beim kurdischen Roten Halbmond. Der Rote Halbmond ist das islamische Äquivalent zum Roten Kreuz, sozusagen. Und das ist eine Station in Kamischli, wo Medikamente verteilt werden. Und das sind die Medikamente, die verteilt werden. Das sind alles private Sammlungen, größtenteils aus dem kurdischen Teil der Türkei, die dann irgendwie ins Land geschmuggelt werden, zentral verteilt werden, in alle Orte nach Einwohnerzahl. Und der Rote Halbmond kann das dann verteilen. Hier stehen die Menschen Schlange mit ihren Rezepten, um eben ihr Medikament zu bekommen. Und das ist absolute Mangelware. Sie haben gesagt, gerade chronisch Kranke haben ein Problem. Die chronisch Nierenkranken in Kamischli sind entweder mittlerweile gestorben oder geflohen, weil sie nicht mehr mit Medikamenten versorgen konnten. Mehrere sind gestorben. Ich weiß, dass Medico International ein Projekt angefangen hatte. Sie hatten Medikamente im Wert von 50.000 Euro gekauft und auch geschafft, reinzubringen in zwei verschiedene Kantone und wollten danach ein größeres Projekt machen. Aber da war völlig klar, die Türkei macht die Grenzen zu und die Bundesregierung unterstützt das nicht. Das Geld haben sie nicht. Also diese Blockade geht bis nach Berlin im Moment noch. Und ich glaube, das ist das, was wirklich durchbrochen werden muss. Damit komme ich jetzt zum dritten Punkt, und das ist Heizöl, Benzin. Es war saukalt und es gab kaum Heizung. Also die einzigen Heizungsgelegenheiten waren immer diese Ölöfen mit dem selbstgebrannten Sprit hier drin. Aber man sieht hier alle, ich sitze da mit Mütze am Abendessentisch. Es war nachts saukalt, es war tags richtig kalt, jetzt nichts, worunter man leiden würde. Also das kann man alles aushalten, aber es war doch schon offensichtlich, dass sozusagen die Brennstoffversorgung, die Stromversorgung relativ eingeschränkt ist. Sie haben tatsächlich relativ viel Öl. Nichts von dem können Sie im Moment verkaufen. Sie haben uns dann auch noch gesagt, Sie wollen im Moment auch nichts verkaufen, weil dieses Öl gehört ja nicht dem Norden, gehört nicht den Kurden und den Christen und den Arabern da oben im Norden, sondern das Öl gehört ganz Syrien. Ehrlich gesagt, das fand ich ein bisschen pathetisch. Ich glaube, der einzige Grund, warum sie es im Moment nicht verkaufen, ist, weil die Pipeline gesprengt ist. Das haben sie uns auch erzählt und das nicht verkaufen können. Aber egal, das haben wir dahingestellt. Sie fördern immer noch ein bisschen, die meisten dieser Pumpen stehen still. Sie fördern noch ein bisschen, raffinieren das selbst in selbstgebauten Anlagen. Sie sagen, die Qualität ist natürlich so schlecht, dass viele Autos damit nicht fahren können. Aber einige können es eben doch, und Heizöl haben sie auch. Das Ganze wird zum Selbstkostenpreis dann an die Bevölkerung verkauft. Durch die Selbstverwaltungskomitees dort wieder. Das ist nochmal so ein Straßenbild dort. Also gut, das da ist das Auto, was uns rumgefahren hat, aber man sah auch wirklich überall andere Autos. Jetzt nicht so richtig viel, aber man merkte, das war normaler Verkehr noch möglich. Andere Frage noch, die wir gestellt haben, wie ist das mit dem Bildungssystem? Und das war relativ spannend, weil sie haben ja die Assad-Leute entwaffnet und rausgeschmissen. Und haben die Schulen jetzt geöffnet und die meisten Lehrer und Lehrerinnen, ich weiß nicht, ob es Lehrerinnen gibt, ich sag jetzt mal Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt unterrichten, das sind welche, die auch vorher unter Assad dort unterrichtet haben. 30% von denen werden sogar noch von Assad bezahlt im Kanton Kamischli, nicht in den beiden anderen, aber im Kanton Kamischli. Und sie haben zusätzlich jetzt noch 10% des Unterrichts in Kurdisch, und dafür haben sie eigene kurdische Lehrer bezahlt sozusagen. Das heißt, der Unterricht geht wie weiter vorher auf Arabisch und 10% Kurdisch. Auch daran, das ist so ein Beispiel, wo man merkt, dass es denen extrem wichtig ist, an jeder Stelle zu dokumentieren. Zwei Dinge. Erstens, sie wollen keinen Kurdenstaat dort, sondern sie wollen ein multiethnisch, multireligiöses Gebilde, wo alle Minderheiten in der Region mit beteiligt werden. Die Christen, wie die Turkmenen, wie die Araber, wer auch immer dort ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, wirklich bei allen Debatten war immer der Satz, das Ziel ist ein föderales Syrien. Wir wollen uns nicht abtrennen von Syrien. Wir wollen ein föderales Syrien. Und das drückt sich zum Beispiel auch darin aus, dass die Verteidigungskräfte nicht irgendwo angreifen. Also komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Da sind wir nämlich bei den Verteidigungskräften. Das muss ich sagen, wir kamen da zu einem Lager, wo die dort standen, uns erwartet haben. Und das ist das eine Bild, was ich nie vergessen werde, da die eine Soldatin mit dem rosa Haarband. Ich meine, das ist absurd, aber dieses rosa Haarband geht mir nicht aus dem Kopf. Wir hatten eine NDR-Reporterin dabei, die hat die interviewt und sagte, ja, das eine war eine Hausfrau, 28 Jahre, zwei Kinder. Sie ist zur Miliz gegangen
um ihr Dorf zu verteidigen. Weil die Alternative ist, dass die Dschihadisten das überrollen. Und deswegen sind dort, man sieht das auch hier, das Bild habe ich nicht dabei, die haben teilweise ihre privaten Klamotten an, die haben ihre privaten Turnschuhe an, haben dann ein bisschen militärische Ausrüstung und den Kalaschnikow bekommen und kämpfen jetzt eben an allen Außengrenzen gegen die Brigaden der Al-Nusra und ISIS. Jeder, der jetzt das sieht und da irgendeine Art von Revolutionsromantik, spanischer Bürgerkrieg im Kopf hat, das kann man komplett vergessen. Das ist Überleben und nichts anderes. Also eine Frau, die eigentlich zu Hause ist, Hausfrau ist, ihre beiden Kinder hat, die geht nicht freiwillig dahin, sondern nur, weil sie damit überleben will. Und das merkte man auch in jeder Situation. Die Waffensituation für sie ist relativ schlecht. Selbstgebauter Panzer, das ist ungefähr das Niveau, mit dem sie dort kämpfen. Und wir haben da mit einem Commander gesprochen und er sagte, das Fatale ist, in anderen Regionen Syriens bekämpfen sich gerade ISIS und Al-Nusra. Die führen richtig Krieg gegeneinander, die verschiedenen Dschihadistengruppen. Da tun sie sich gerade alle zusammen und planen angeblich noch vor Genf II eine neue Offensive, um dieses Gebiet zu überrennen. Denn dieses Gebiet ist natürlich auf verschiedenen Arten ein Angriff, auch auf diese dschihadistische Ideologie. Ne? Das, Frauenbataillone, ein Drittel der Milizionäre, da sind Frauen. Bei den Wahlen 40% Mindestquote für Frauen. Oder Christen werden mit eingebunden. Das sind alles Dinge, das ist natürlich, ich sag mal, ein ideologischer Angriff auf die Dschihadisten und deswegen stehen sie im Moment unter Beschuss. Wir haben einmal auch diesen Satz gehört, alle die in den letzten Jahren gegen Assad gekämpft haben, kämpfen jetzt gegen uns. Wobei man die FSA, die Freie Syrische Armee, da ausnehmen muss. Sie haben gesagt, die Freie Syrische Armee gibt es nicht mehr. Praktisch sind die weg. Sie haben punktuell mit denen kooperiert, die sind aber praktisch weg. Das heißt, sie stehen da jetzt alleine. Für die innere Sicherheit haben sie ihre eigene Polizei, die mögen sie nicht Polizei nennen. Als ich deren Commander getroffen habe und Polizeipräsident gesagt habe, war nicht amused. Die haben auch überall Checkpoints errichtet. Das ist ein relativ lebensgefährlicher Job. Viele von denen sind auch schon gestorben. Wie gesagt, die Assad-Truppen haben letzte Woche erst einen dieser Checkpoints, der Asayish nennen sie sich, also der Sicherheitskräfte, angegriffen. Da sind zwei von denen getötet worden. Gut, das ist im Moment die Sicherheitssituation da. Aber dadurch, dass die Sicherheitskräfte rund um jedes Dorf stehen, um jeden Ort stehen und die alle Leute kontrollieren, gibt es in den Orten eine relative Sicherheit und ein relativ vergleichsweise normales Leben. Das waren die Asayish, die uns immer begleitet haben als Sicherheit. Wir waren uns nie so ganz sicher, ob das eher für unser subjektives Gefühl ist oder ob das objektive Notwendigkeit war, aber gut, die sind immer vorweggefahren. Jetzt komme ich zum letzten Punkt unserer Reise und das war die Ausreise. Weil die Einreise über den Irak, Mosul, das Al-Nusra-Dorf, was ich erwähnt habe eingangs, uns zu gefährlich schien, haben wir versucht, ob wir nicht wenigstens ausreisen dürfen über diesen kurdisch-kurdischen Grenzübergang oben im Norden. Zemalka heißt der. Das hat dann tatsächlich auch nach Einschaltung des Generalkonsulats und so weiter die Barzani-Regierung genehmigt. Und dann sind wir da hochgefahren. Das ist dieser Grenzübergang am Tigris. Das Erste, was auffällt, ist, dass hier so eine Behelfsbrücke ist, die aber unterbrochen ist. Ich denke, das ist rein militärisch sozusagen. Das ist ja Kriegsgebiet, dass da nicht einfach mal jemand so rüberfahren kann. Das andere, was auffällt, ist, es sind sehr viele Flüchtlinge dort. Syrien ist Kriegsgebiet. In Syrien gibt es mehrere Millionen Binnenflüchtlinge. Allein in diesem Kanton Kamischli, also in dem ganz rechten Teilgebiet der Selbstverwaltung, leben normalerweise 1,8 Millionen Menschen und jetzt noch 500.000 Flüchtlinge dazu. Das wäre so ähnlich, als wenn jetzt in Deutschland 25 Millionen Flüchtlinge innerhalb kürzester Zeit aufgenommen werden müssen. Die meisten davon werden privat untergebracht, bei Freunden, Familien. Alle, die dort nicht unterkommen, die müssen halt in Turnhallen und anderswo übernachten. Sie alle werden versorgt. Und viele wollen natürlich weiter fliehen, wollen raus aus Syrien, raus aus dem Kriegsgebiet. Hier nur noch ein Bild, da direkt an diesem Übergang liegt noch so eine zweite Pontonbrücke. Das heißt, in dem Moment, wo die Barzanis sagen würden, die Grenze ist auf, könnte man zwei Pontonbrücken haben, da hätte man richtig viel, da könnten richtig jeden Tag hunderte von Last darüber fahren. Das ist, die technischen Voraussetzungen sind da. Es ist eine politische Frage, ob die Kurden im Irak die Kurden in Syrien unterstützen. Das nochmal die Flüchtlingsströme und da auch nochmal ein Kritikpunkt. Wir haben gefragt, wie viele kommen da an, wie viele gehen darüber. Und da haben uns denn die Verantwortlichen an der Grenze gesagt, ja, es kommen jeden Tag ungefähr 500 Menschen, die hier rüber
wollen und wir lassen jeden Tag 100 bis 150 rüber. Die anderen werden abgewiesen. So, das ist, glaube ich, erst jetzt neu, weil vorher die Grenze sowieso ganz dicht war und ab 6. Januar gibt es eben diesen kleinen Grenzverkehr. Aber man muss sagen, es liegt auch eine Verantwortung bei den Nordsyrern, dass sie dort Flüchtlinge abweisen. Uns gegenüber haben sie tatsächlich gesagt, naja, die alle Bedürftigen, die Kranken, die Alten, die werden alle rübergelassen mit Kindern, aber reine Wirtschaftsflüchtlinge nicht. Das ist natürlich eine Selektion, die ich in Deutschland ablehne und genauso auch da ablehne. Da mag es Gründe geben. Wir waren da leider schon wieder weg, hatten nicht mehr die Gelegenheit, das nochmal mit den politisch Verantwortlichen zu diskutieren. Aber das ist ein Punkt, den man natürlich kritisch diskutieren muss. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch die irakischen Kurden Grenzen ziehen und auch nicht alle reinlassen. Also das heißt sozusagen, auf beiden Seiten werden Flüchtlinge gestoppt, aber jeden Tag kommen 100 bis 150 rüber. Das sind jetzt einfach nochmal ein paar Impressionen dort von den Flüchtlingen. Da es auf der syrischen Seite ja keine formale Struktur gibt, also das Assad-Regime ist weg und diese Selbstverwaltung ist ja nicht in irgendeiner Form anerkannt, haben sich beide Seiten in Irak und Syrien auf ein Passierscheinsystem geeinigt. Das heißt, diejenigen, die rüber dürfen, die kriegen hier einen Passierschein, dürfen dann rüber, andersrum genauso. Und das ist dann die Grenze, die geht dann tatsächlich nur mit dem Boot. Da gucken wir jetzt gerade wieder in den Irak, ins Barzani-Gebiet und mit diesem Boot durften wir dann auch übersetzen. Gut, jetzt komme ich zum Schluss, zum vorletzten Punkt und das ist die Frage, ein einziges Kurdistan oder nicht. Ich weiß noch, bevor ich losgefahren bin, haben viele gesagt, ach ja, da in Nordsyrien, da tun die Kurden sich ja auch zusammen, dann können sich jetzt doch die irakischen und die syrischen Kurden zusammentun und dann haben sie ihr Großkurdistan und ihr eigenes Land. So, das habe ich wirklich von vielen so gehört. Das ist mit großer Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit überhaupt keine Perspektive, jedenfalls nicht für die nächsten, ich sag mal, 2, 5 oder 10 Jahre, aus verschiedensten Gründen. Wir haben von mehreren Kurden in Syrien, im Irak gehört, natürlich träumen alle Kurden von einem eigenen Staat. So. Das haben erstmal alle gesagt. Und dann, aber realpolitisch oder in der Realität, ist es völlig klar, dass es so nicht funktioniert. Im Hohen Kurdischen Rat und in der PYD, mit denen wir gesprochen haben, sie haben immer ausdrücklich, immer wieder betont, ihr Ziel ist, Teil eines föderalen Syriens zu werden. Sie wollen sich auf gar keinen Fall abspalten von Syrien. Genauso wie sich eben auch die irakischen Kurden nicht abspalten wollen vom Irak, sondern in ihrem Autonomiegebiet möglichst weitgehende Autonomie, aber Teil des Irak bleiben. Das ist sozusagen die politische Zielrichtung, die sie uns gegenüber immer wieder geäußert haben. Da muss man dazu sagen, aktuell passen die beiden politischen Systeme links und rechts überhaupt nicht zusammen, weil es ist wirklich auch links und rechts. Also die Barzani-Regierung, feudal, großbürgerlich, rechtskonservativ, korrupt, also kann man viele Begriffe nennen. Und auf der anderen Seite eine Selbstverwaltung, also wirklich basisdemokratische Selbstverwaltung, wo sich Komitees auf Dorfebene bilden, die wiederum Delegierte auf Komitees in Kantonsebene entsenden. Das ist ein Basisdemokratiemodell, das widerspricht zu 100% dem politischen System auf der irakischen Seite. Man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wir können überhaupt nicht voraussehen, wie es irgendwann in Syrien geht. Wir wissen auch überhaupt nicht, was bei den Wahlen herauskommt. Wenn jetzt im Mai, Juni tatsächlich die Wahlen stattfinden können, kann es ja auch sein, dass die konservativen Parteien da die Mehrheiten haben. Das kann sich alles ändern. Aber im Moment passen die aktuellen Verwaltungsstrukturen und vor allem politischen Systeme überhaupt nicht zusammen. Das heißt, im Moment ist das überhaupt gar keine Option. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, dass da möglicherweise eine relativ stabile Selbstverwaltung im Norden Syriens entsteht, hat das nichts mit einer Fusion mit dem autonomen Kurdengebiet im Irak zu tun. Gar nicht. Gut, dann komme ich jetzt, also nur nochmal, diese Karte von Kurdistan, ne, also weil ich vorhin gesagt habe, alle Kurden, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, naja, alle Kurden träumen von einem eigenen Staat. Diese Karte, die hing nicht irgendwo, sondern tatsächlich bei einem Commander der Asayish, dieser Polizeitruppen dort. Also das wird auch offen demonstriert, dass es ihnen natürlich um ein Gesamtkurdistan geht, aber immer als Traum, so haben sie es genannt. Gut, jetzt ist die Frage, was heißt das für hier? Morgen wird im Bundestag über die Stationierung der Patriot-Raketen in der Türkei geredet und entschieden, ich weiß nicht, entschieden wahrscheinlich noch nicht, aber die erste Lesung findet statt. Und meine Position dazu ist sowieso, dass diese Bundeswehrsoldaten da nichts zu tun haben, denn im Moment wird
die Türkei ganz sicher nicht aus Syrien bedroht. Nur nochmal zur Erinnerung, vor einem Jahr und drei Monaten, als es um die Entscheidung ging, war es immer die Begründung oder die vorgeschobene Begründung, die Türkei wird aus Syrien bedroht und muss sich verteidigen können und deswegen Patriot-Raketen. Wenn wir uns die letzten 15 Monate angucken, weiß man, das ist total albern. Es gibt keine Bedrohung aus Syrien für die Türkei. Andersrum wird ein Schuh draus. Es gibt eine Bedrohung aus der Türkei Richtung Syrien. Das eine, ganz voran, ist das Embargo. Dieses Embargo droht tatsächlich, die Selbstverwaltung in den kurdischen Gebieten zu strangulieren. Und wenn man möchte, dass diese Region stabil bleibt, dass sie nicht von den Dschihadisten überrollt wird, dass sie möglicherweise auch der Kernpunkt eines neuen Syriens sein könnte. Wenn man das möchte, dann muss man diese Grenzen öffnen und dann muss man diese Selbstverwaltungsstrukturen unterstützen und nicht strangulieren, wie es die Türkei tut. Und deswegen sagen wir, Bundeswehr zurückziehen und dafür mit der Türkei ausverhandeln, dass diese Grenzen jetzt aufgemacht werden. Das zweite ganz zentrale politische Forderung, die wurde uns überall gesagt, auch übrigens von den irakischen Kurden. Es ist ganz wichtig, dass bei Genf II auch eine kurdische Delegation dabei ist. Die Kurden haben sich untereinander geeinigt, dass der Hohe Kurdische Rat die stellen würde. Aber es muss überhaupt erstmal von der Weltgemeinschaft akzeptiert werden, dass eine kurdische Delegation dabei ist. Und das Argument dafür ist ganz einfach, die Kurden sind ein Teil Syriens. Wenn über Syriens Zukunft verhandelt wird, müssen die Kurden mit am Tisch sitzen. Finde ich auch eine völlig richtige Forderung. Und das Dritte, ich finde, es braucht eine Unterstützung für die Wahlen. Und ich weiß, dass es für die Bundesregierung hier in Berlin ganz, ganz schwer ist. Ne? Weil das Argument ist immer, das ist PKK, Finger weg von der PKK, da können wir in keinster Weise unterstützen. Höchstens Nothilfe. So, deswegen, das ist Grenzen auf, das geht für die vielleicht noch. Und da kann ich nur sagen, seit 2 Jahren, seit Beginn des Bürgerkriegs, reden Sie alle in Berlin, in Paris, in London, in Washington davon, das ist doch ein demokratisches, freies, menschenrechtsachtendes Syrien geben soll. All das, wovon der Westen seit 2 Jahren noch redet, was sie sich als Idealvorstellung vorstellen, das wird im Moment dort im Norden Syriens praktiziert. Basisdemokratische Selbstverwaltung unter Einbeziehung aller Ethnien, aller religiösen Gruppen mit freien Wahlen. Und sie haben uns sogar gefragt, wie können wir es sicherstellen, dass diese Wahlen auch anerkannt werden. Also welche Art von internationalen Kontrollen gibt es? Das wollen sie vor Ort. Sie wollen diese internationalen Kontrollen. Da kann ich nur sagen, meine Bitte oder ja, meine Forderung an die Bundesregierung ist, sie sollen sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel das Carter Center oder andere internationale Organisationen vor Ort die Wahlen beobachten, damit diese Wahlen fair verlaufen und damit hinterher das, was dort entsteht, dann auch internationale Anerkennung findet. Das wäre ein Beitrag dazu, da wirklich eine demokratische Struktur zu haben. Damit würde aber auch dieses Argument der Einparteienherrschaft völlig in sich zusammenfallen, in dem Moment, wo ich freie, demokratische, international anerkannte Wahlen habe. Das muss man einfach sagen. Ich höre jetzt hier mal auf. Wir haben jetzt noch ganz viel Zeit für Fragen, Antworten. Ich stimme zu jeder Standart hier bereit. Danke schön. Gut, ich fange mal ganz vorne an mit zu positiv. Wir haben uns das natürlich die ganze Zeit gefragt. Ne? Was sehen wir eigentlich? Wir waren nur ganz kurz da, dadurch, dass die Basanis das verzögert haben, haben wir einige Termine nicht wahrnehmen können. Wir hatten auch immer einen Betreuer vom Hohen Kurdischen Rat dabei. Das war uns sehr bewusst die ganze Zeit. Das ist überhaupt keine Frage. Die Übersetzer haben wir selbst mitgebracht, ganz entscheidend. Also beide Übersetzer haben wir selbst mitgebracht. Und dadurch konnten wir eben auch doch einige Gespräche führen, ich sag mal, mit den Bauern, mit den Leuten in der Stadt und so weiter, wo auch niemand anderes dabei war, so, wo wir also erstmal die Lebenssituation erfahren haben. Und die Lebenssituation, also das ist was glaube ich objektiv auch nicht in Frage steht, ist, sie sind versorgt, es gibt dieses Selbstversorgungssystem, die Leute wählen sozusagen ihre Verwaltungsmenschen selbst, die wählen die Richter, die da jetzt das Recht sprechen und so weiter. Das heißt, das ist erstmal ein gegebenes Faktum. Das heißt, wo man die große Frage stellen muss, ist, wie inklusiv ist das Ganze eigentlich? Ne? Also die Frage der Einparteienherrschaft sozusagen. Das ist ja der Vorwurf, der denn dahinter steht. Und da kann ich immer nur sagen, das kann ich jetzt nicht objektiv beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist, wenn eine Wahl stattfindet, weil der wird gewählt, und in der Vorbereitung der Wahl sind auch konservative Parteien mit dabei, die eine Wahlordnung verfasst haben, wo Mindestquoten drin sind für verschiedene ethnische, religiöse Gruppen, dann ist das ein ganz, ganz hervorragendes Experiment. Also insofern ist das ist erstmal alles objektivierbar. Ob im Detail es da natürlich denn
Unterdrückung gibt oder Grenzen, ich sag mal, der Offenheit in alle Richtungen gibt und so, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Deswegen habe ich auch die kritischen Punkte, die ich bewerten kann, wie zum Beispiel, dass die Flüchtlinge aussortiert werden, habe ich ja auch genannt. Und alles andere muss wirklich dann die Geschichte zeigen, wie, ich sag mal, inklusiv, wie multiethnisch und multireligiös ist es tatsächlich. Aber all das, was ich beurteilen kann, war erstmal tatsächlich relativ positiv. Das Zweite, ob al-Nusra wirklich die Christen umbringt. Also ich kann da nur das wiedergeben, was uns der Vorsitzende der Christen da gesagt hat. Ihr Christendorf ist angegriffen worden von al-Nusra. Sie wollten das Dorf einnehmen. Und da ging es nicht darum, ob sie auf dem Rückzug alle Christen umbringen. Es ging darum, dass sie das Dorf einnehmen. Und in diesem Dorf dann die Scharia einführen. Das sind Christen. Ich glaube nicht, dass das friedlich geht. Also insofern muss es ja nicht sein, dass alle 200.000 Christen dann hinterher abgeschlachtet werden. Aber dass es in den von al-Nusra oder al-Qaida besetzten Dörfern Hinrichtungen gibt, Kopf abschlagen, Hand abschlagen und so weiter, das ist ausreichend dokumentiert, auch in Videos. Nicht zu 100%, da gebe ich Ihnen recht, aber dass das passiert, und zwar regelmäßig, und dass es eine Terrorherrschaft ist, das ist, denke ich, in ausreichenden, ich sag mal, Videos und Fotos belegt aus anderen Orten dort. Jetzt die Forderung, alle Waffen in die Region stoppen, natürlich. Also die gerade die im Norden, die Milizen dort, wie gesagt, die liegen unter dem Embargo, die kommen schon mal gar nicht an moderne Waffen ran. Aber all die anderen, die al-Nusras kämpfen mit moderneren Waffen und die Assad-Truppen, die werden entweder die Assad-Truppen aus Russland beliefert, die al-Nusras, die al-Qaidas, die werden aus den Golfstaaten beliefert, die haben das erklärt, Saudi-Arabien, dass sie die beliefern. Und es ist in den letzten Zeit aufgeflogen, ich weiß von mindestens einem Transport in der Türkei, wo das so ein LKW mit Waffen in Richtung Syrien auch aufgeflogen ist. Also es kommen aus allen Richtungen an die Gegner ganz viele Waffen. Und deswegen, ich fordere seit 2 Jahren, dass jede Art von Waffenfluss in die Region, sei es von Russland, sei es von Saudi-Arabien, sei es durch die Türkei, gestoppt wird. Und da hat auch die Bundesregierung leider nichts unternommen. Die Bundesregierung beliefert die Türkei, beliefert Saudi-Arabien mit Waffen. Sie hätte einen Hebel, die Weiterlieferung zu verhindern, aber das tut sie nicht. Da bin ich völlig bei dir. Und die Frage, was wird in Genf passieren? Ja, das ist die große Frage. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es da irgendeine Art von Durchbruch gibt. Ich glaube, das Weitestgehende, was passieren kann, und da bin ich schon großer Optimist, ist, dass es einen Waffenstillstand gibt, an den sich ein größerer Teil der kämpfenden Gruppen dort hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich all diese Al-Qaida, Al-Nusra-Ableger, die ja zum Teil sich gegenseitig bekämpfen, tatsächlich einen Waffenstillstand halten, aber das ist wirklich der größte Optimismus, Waffenstillstand. Waffenstillstand ist immer die Voraussetzung dafür, dass es denn längerfristige Verhandlungen gibt. Das ist ein Prozess, der dauert lange, aber solange erstmal die Waffen schweigen, kann man verhandeln über ja, die Form eines Gesamtsyriens, weil was, glaube ich, verhindert werden muss, ist, dass dieses Land zerfällt. In verschiedene Teile. Gut, die erste Frage war die verschiedenen politischen kurdischen Lager in den kurdischen Gebieten. Das weiß ich überhaupt nicht. Das lässt sich auch kaum sagen. Es gibt diese ganzen Parteien, aber es gab ja nicht wirklich freie Wahlen vorher. Deswegen ist es wirklich für mich eine völlig offene Frage. Wenn da jetzt Wahlen durchgeführt werden, was passiert da eigentlich? Also die Vertreibung des Regimes, das ist maßgeblich von der PYD organisiert worden, aber wer jetzt bei den Wahlen gewinnt, was für Mehrheitsverhältnisse da rauskommen, ist völlig offen, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Weil es eben keine Wahlen gab vorher und man das deswegen nicht sagen kann. Was ist der Job der Bundeswehr in der Türkei und der Patriot-Raketen dort? Ja gut, erstmal 15 Monate zurückdenken. Damals war immer auch noch die Bedrohungslage Israel-Iran. Das darf man nicht vergessen. Da stand damals immer noch der Atomkonflikt im Raum und die ausgesprochene Drohung der Bombenangriffe auf Iran. Und da haben wir immer gesagt, auch das könnte ein Begründungszusammenhang sein für die Patriots, falls es eben da zu diesem Krieg kommt. Denn wären eben die Patriot-Raketen dort auch direkt eingebunden in so einen neuen Nahostkrieg, hat Gregor sie das mal genannt. Jetzt im Moment ist der Job, glaube ich, ein rein politischer. Ganz praktisch wissen wir alle, das weiß auch Steinmeier, das weiß die gesamte Bundesregierung, das wissen alle Menschen hier in Berlin, dass Syrien die Türkei nicht bedroht.
das Assad-Regime, und das ist wirklich richtig mit dem Assad. Assad ist zu kurz gesagt, auch dort vor Ort wurde immer gesagt Regime. Also auch auf Kurdisch, das einzige Wort, was ich immer verstanden habe, war Regime. Das war sozusagen nicht das Assad-Regime gemeint. Deswegen ist Regime das richtige Wort, das stimmt schon. Das Assad-Regime schafft es ja nicht, im eigenen Land sich gegen die verschiedenen Milizen zur Wehr zu setzen. Die werden Teufel tun, jetzt die Türkei angreifen. Das war vor 15 Monaten schon so und jetzt ist es noch viel mehr so. Also insofern ist es politischer Ausdruck der Unterstützung für Erdogan, nichts anderes. Ich fand das damals vor 15 Monaten einen genialen Schachzug von Erdogan, sozusagen diese Bedrohungssituation hochzustilisieren und die NATO damit dahin zu treiben, ihm NATO-Truppen zu stellen und damit eine politische Unterstützung zu signalisieren. Das war ganz hervorragend diplomatisch von Erdogan. Und das ist ja das, was im Moment immer noch ist. Die Bundesregierung steht jetzt vor der Situation, dass sie entscheiden muss, zieht sie die Raketen ab. Das würde sozusagen das politische Signal heißen, sie wenden sich von Erdogan ab. Das werden sie nicht tun, weil es ein NATO-Partner ist. Und damit hat Erdogan sozusagen, kann er überall damit werben, die NATO unterstützt hier meine Politik. Sie stellt uns sogar Soldaten zur Verfügung. Also insofern ist das eine politische Funktion. Nächste Frage, warum die Kooperation mit der FSA? Ich habe auch das da zum ersten Mal gehört. Also der Commander sagt uns, sie haben mit der FSA zusammengearbeitet. Warum? Habe ich jetzt gar nicht nachgefragt, haben wir nicht drüber geredet. Das liegt mit Sicherheit nicht an einem Deal zwischen Öcalan und Erdogan. Es gab auch ganz viele Gespräche zwischen Salih Muslim, dem anderen Co-Vorsitzenden der PYD und auch in Ankara mit der Regierung. Das ist alles ergebnislos. Es gab dann Zusagen, dass die Grenze geöffnet wird, dann war sie mal einen Tag offen, dann war sie gleich wieder zu. Das heißt, das war alles nur interne Propaganda auch der Erdogan-Regierung. Aber ganz praktisch ist es komplett ergebnislos gewesen. Deswegen, warum sie dort mit der FSA kooperiert haben, weiß ich nicht. Aktuell ist der Stand der Kooperation ganz einfach. Sie sagen, die FSA gibt es nicht mehr. Da gibt es deswegen auch keine Kooperation mehr, die sind weg. Also insofern, also das haben sie uns gegenüber so geschildert, dass es sie nicht mehr gibt und dass die weg sind. Die Forderung für Genf, gute Frage. Das beschränkte sich in diesen Gesprächen immer darauf, dass sie eine Beteiligung als kurdische Delegation wollten, aber wir haben nicht weiter darüber geredet, was denn ihre Forderungen für die Verhandlungen wären. Also es muss jetzt passen, haben wir nicht weiter nachgefragt. Mehr Hilfe für die Region, wie kann das denn aussehen? Das sind die beiden Dinge, die ich gesagt habe. Das eine ist erstmal Nothilfe. Also das, jetzt sind wir heute gerade auf der Geberkonferenz, sind 1,4 Milliarden Dollar für Soforthilfe und Nothilfe für Syrien bewilligt worden. Davon kann einiges, das heißt Lebensmittel. Sie haben uns gesagt, was Ihnen fehlt, das ist Zucker, das ist Öl, das ist Reis und das ist Tee zum Beispiel. Das kann direkt dann, ich sag mal, über die türkischen, über die irakischen Grenzen reingeliefert werden. Ganz wichtig. Und das andere natürlich Treibstoff, Benzin, ich sag mal sauberes Benzin und Medikamente. Das sind die Sachen, die wirklich gebraucht werden und die könnten im Rahmen der Nothilfe reinkommen. Und der andere Teil, die größte Hilfe, wäre die Grenzen einfach normal zu öffnen für einen ganz normalen Handel. Also da könnte Handel stattfinden. Die haben Getreideüberschüsse, die könnten Öl verkaufen und so weiter. Das heißt, ein ganz normaler Handel, das würde wahrscheinlich der Region noch am allermeisten helfen, nicht nur diese Nothilfe. Chancen für die politische Lösung, das ist das, was ich eben sagte. Ich glaube, in Genf wird es keine politische Lösung geben. In Genf wird es, wenn überhaupt, dann teilweise einen Waffenstillstand geben. Längerfristig muss ich wirklich sagen, wenn jetzt Wahlen durchgeführt werden können dort und wenn die Wahlen erfolgreich durchgeführt werden und es danach denn in jedem Kanton ein Parlament gibt und eine Regierung, die demokratisch gewählt ist, dann hat das für mich Modellcharakter für ganz Syrien. Das kann in jedem Ort, in jedem Bezirk, in jedem Bereich Syriens durchgeführt werden, immer mit dem Ziel eines föderalen Gesamtsyriens innerhalb der heutigen Grenzen. Das ist das, was uns im Norden überall gesagt worden ist. Und ich halte das tatsächlich für ein Modell, was erfolgreich sein kann. Nochmal. Die Geschichte wird zeigen, wie demokratisch und wie föderal das wirklich sein kann. Aber wenn die Wahlen durchgeführt werden, kann ich nur sagen, ist das der Lackmustest dafür. Basan, die Türkei-Kooperation, das ist eine Vermutung. Also ich kann erstmal nur auf der Erscheinungsebene feststellen, dass die KDP, die Barzani-Regierung im irakisch-Kurdistan die Grenze dicht macht. Und jetzt gibt es natürlich Spekulationen, warum sie das tut. Die eine Spekulation ist, weil das politische System in Nordsyrien nicht zu ihnen passt. Sie wollen keine basisdemokratische kurdische Selbstverwaltung, weil das ihr eigenes feudales System in Frage stellt. Das ist eine Spekulation. Die andere Spekulation ist, dass fast der gesamte Handel
denen die autonome kurdische Region Iraks führt, mit der Türkei abgewickelt wird. Das Öl, der ganze Handel. Wir sind auf dem Rückweg dann diese Straße gefahren, die von der Türkei runterführt nach Erbil. Ein LKW nach dem anderen mit Baumaterial und so weiter. Also das heißt, vielleicht stehen sie da tatsächlich unter Druck der Türkei. Das kann ich aber nicht entscheiden. Das kann ich nicht belegen. Und das sind beide Spekulationen. Ich halte beide für sehr wahrscheinlich. Sozusagen das politische Eigeninteresse Barzanis und das ökonomische Kooperationsinteresse mit der Türkei. Aber belegen kann ich das nicht. Dann die Teilnahme von Christen. Gut, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist sozusagen... Die Assyrer dort begreifen sich als Volksgruppe erstmal, also auch als Ethnie. 95% der Christen in Syrien sind Assyrer. Insofern ist, wenn ich jetzt sage Christen, sie nennen sich selbst auch Christen, meinen sie sich die Syriac People und mal die Christen. Also insofern ist das austauschbar als ethnische Gruppe und als religiöse Gruppe. In dem Brief, den Sie jetzt nochmal geschrieben haben, haben Sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich gesagt, Sie wollen Christen mit in der Delegation haben. Ich verstehe aber auch das als Synonym für die ethnische Gruppe der Assyrer, so wie die ethnische Gruppe der Kurden das für sich einfordert. Ja, und das mit dem Regime, haben Sie vollkommen recht. Also es ist Regime, es ist nicht nur Assad. Vielen Dank, Jan. Das waren sehr interessante und viele Beiträge. Und man merkt ja, dass es noch ein bisschen krummelt im Publikum und auch vielleicht gibt es noch im Nachgang jetzt das ein oder andere Gespräch. Den offiziellen Teil würde ich hiermit beenden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank, Jan, dass du da warst. Applaus